Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und schaut wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus den Schlund-Invasionen. Und dazu haben wir hier insgesamt 10 Kisten der Kriegskasse der unvergänglichen Armee. Und ja, ich hoffe, ich kriege mal einen Mount raus. Wir haben nämlich schon ein paar Tries auf den Gaul hier absolviert insgesamt. Habe ich jetzt hier 11 Tries und auf dem zweiten Account muss ich mal gucken, was sagt mein Add-on. 21 Tries haben wir anscheinend schon auf diese Kisten drauf. Ich hoffe, ich kriege heute mal was raus. Und ja, ich würde sagen, schauen wir mal rein. Erste Kiste hier einmal öffnen. Was kriege ich? Ich kriege einen Ring und ein bisschen Seelenglut. Na gut, auf dem Main brauche ich den Ring auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal wasted. Dann, wo haben wir die zweite Kiste? Hier unten liegt sie. Da haben wir einen Umhang und wir haben das Pet rausbekommen. Ein Kollege hat mir erzählt, dass er irgendwie aus 10 Kisten 8 Pets bekommen hat. Also, ich vermute jetzt mal ganz stark, dass die Dinger so gut wie gar nichts mehr wert sein werden. Warte mal, ich kann mal mit dem Main kurz das auspacken und dann gucken wir mal. Mal schauen, wie viele Pets wir rauskriegen, ne? Also, lieber kein Pet und dafür ein Mount. Ja gut, knappe 3000 ist es noch wert, ne? Also es geht tatsächlich. Gut, dann loggen wir mal weiter. Dann geht's einmal weiter. Zwei hatten wir aufgemacht, zwei haben wir hier noch rumliegen. Kiste Nummer 3. Puh, ich krieg wieder einen Ring, ich sag's euch. Gut, aber mit dem Char kann ich ihn auch nicht gebrauchen. Okay. Dann switchen wir mal hier rüber. Ich bin übrigens ein bisschen außer Atem. Ich habe so lange Ladebalken, dass ich dazwischen drin immer was mache. Deswegen schneide ich das hier auch. Ein paar Liegestützen gemacht, dass wir die Zeit sinnig nutzen. Kiste Nummer 4. Was, ich krieg wieder einen Ring? Was ist denn das? Okay. Gut. Den brauche ich hier bei dem Char auch nicht. Okay. Also Ringe droppen auf jeden Fall gut aus den Kisten. Das kann man schon mal festhalten. So, dann schauen wir mal weiter. 4 hatten wir. Nummer 5. Ach, schau mal an. Conduit und keine Ring. Ich glaube, bei den laueren Twinks, ne, die Conduits nicht auf 200 haben, kriege ich eher Conduits raus aus dem Ding. So, wo haben wir hier die Kiste Nummer 6? Seht ihr das? Ich müsste die Conduits mal einzahlen. Ich denke mir, wenn ich die alle habe, dann kriege ich eher Gear-Items. Und das ist halt bei den low-equipten Chars. Ja, gut, okay. Eigentlich ist es auch wurscht, ob du dann 200er Item-Level-Ding kriegst, ne? So, dann kommen wir zur Kiste Nummer 7. Wieder ein Conduit-Teil, okay. Und hier Kiste Nummer 8 haben wir hier oben. Conduit. Okay, ich glaube, meine Theorie trifft recht gut zu. Drücken wir hier wieder um. So, dann haben wir die letzten zwei Kisten. Das müsste Nummer 9 sein. Und auch wieder ein Conduit. Okay, und dann haben wir hier Nummer 10. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hier. Yes, auf der letzten Kiste haben wir es, ne? Hier. Nice. Nice. Wunderbar. Dann sind wir tatsächlich durch mit den Kisten. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu viele gefarmt. Wisst ihr, was wir jetzt just for fun machen? Ich glaube, ich habe nämlich nochmal 10 Kisten, weil ich dementsprechend 2 Openings eigentlich aufnehmen wollte. Jetzt habe ich es im ersten schon gekriegt, was sehr nice ist. Freue ich mich natürlich. Wir machen jetzt einfach die anderen Kisten auch noch an auf. Wir hängen das einfach hinten mit dran. Ich lasse es trotzdem bei 10 Kisten, sonst wird es auffällig. Und ja, vielleicht kriegen wir noch einen Mount raus. Mal gucken, es bringt zwar nichts, aber die Kisten, die muss ich ja eh noch aufmachen. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir auch noch eine, das ist dann Nummer 11. Und auf dem Char haben wir, glaube ich, auch noch eine Nummer 12. Dann schauen wir mal hier weiter. Hier müsste dann Nummer 13 sein. Ihr seht, ich kriege nur Conduits raus, ne? Bei den Twinks hier. Und Nummer 14. Ah, hier ist noch eine Box. Noch mehr Conduits wahrscheinlich. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich müsste bei den Chars hier auch schon ein bisschen, ja, schon mal 350 Soul Ash. Ich glaube, auf, Soul Cinder ist das, ne? Auf manchen Twinks habe ich schon über 500-600, mit dem ich noch nie in Torghast drin war. Also, das kriegen die nur über diese Kisten zusammen, tatsächlich. Ja, ist schon krass. So, ich habe gerade gesehen, auf einem Char hatte ich tatsächlich 2 rumliegen. Hier haben wir nämlich dann Nummer 15.
Und hier drüben müssten wir Nummer 16 haben. Also ein zweites Mount kommt, glaube ich, nicht mehr raus. So, dann gucken wir. Hier müssten wir auch noch was rumliegen haben. Unvergängliche Armee, da haben wir sie. Das ist dann Kiste Nummer 17, glaube ich. Und drüben müssten wir Kiste Nummer 18 haben. Ich komme schon durcheinander, ich sag's euch. Hier haben wir zumindest ein Item gekriegt, eine Hose, die wir aber nicht brauchen. Schade drum. So, dann haben wir hier Kiste Nummer 19. Da war auch nichts drin. So, und dann haben wir die letzte Kiste, Nummer 20. Da war auch nichts drin, aber Mount haben wir eingetütet. Und ja, ach so, jetzt habe ich es bei dem einen nicht gelernt, fällt mir gerade ein. Aber wir können es uns hier kurz angucken. Kasse, das ist quasi hier dieser Hund, den habe ich gerade bekommen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wie ihr jetzt gerade gemerkt habt, ich habe im Endeffekt 10 Kisten zu viel gefarmt, die ich gar nicht hätte farmen brauchen. Ich hatte irgendwie schon ein bisschen so die Hoffnung aufgegeben, ne, weil die Sachen so eine schlechte Drop-Chance haben. Obwohl eigentlich, ich glaube, laut Trio, wir hätten es sogar um die 3%, also gar nicht so verkehrt. Aber naja, jetzt haben wir das Viech auch, den unvergänglichen Schattenhund. Und ja, jetzt fehlen quasi nur noch zwei. Einmal das von den, Ventier, das Mount. Hier Flatter, Schwinge des Erntas. Und einmal das von der Wilden Jagd. Beinspalte der wilden Jagd. Und ja, mal gucken, die werden wir uns jetzt als nächstes farmen und da gibt es dann bestimmt auch nochmal ein paar Opening-Videos zu. Ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, euer Tela, bis zum nächsten Mal. Hey, ciao.